hast was zu tun. Na schön. Was denn? Das müsstest du eigentlich aufkriegen, komm. Ihr braucht etwas? Kann ich nicht machen. Wieso nicht? Verdammt! Sonst noch etwas? Verdammt! Das ist aber ärgerlich jetzt, dass wir da nicht reinkommen. Ich habe Tona des Geldes wegen geheiratet. Und dafür schäme ich mich kein bisschen. Kein Schlüssel oder sowas hier? Das ist aber doof. Ich bin nur eine Dienstmagd. Beachtet mich gar nicht. Ich brauche aber einen Schlüssel oder irgendwie sowas. Gibt's doch nicht. Ich will da rein. Ich muss mit dem reden. Ich brauche Dietriche oder irgendwie sowas. Shit, shit, shit. Na gut. Aus dem Weg, Bruder. Ich mache hier nur meine Arbeit. Naja, auf jeden Fall geht hier einiges nicht mit rechten Dingen zu. Okay, wir gehen erstmal raus. Hilft ja nix. Markart wurde auf den Grundfesten einer alten Zwergenstadt errichtet. Alles klar. Deswegen auch die Architektur. Trolle gibt es überall im Himmelsrand, ob tief unter der Erde oder in der Wildnis umherstreifend. Alles Klärchen. Wissen wir Bescheid. Okay, wir brauchen definitiv Dietriche. Muss man da echt mal welche anfertigen. Mal komm. Ärgerlich, dass wir jetzt gerade nicht weiterkommen. Oh, tiefste Nacht. In die Richtung irgendwie. Hier geht's weiter. Nepos Haus. Okay, dann mal rein hier. Mal gucken, was hier jetzt los ist. Nein, nein, ich will ja keinen Stress haben. Entschuldigung, aber was wollt ihr hier? Reden. Wir haben nicht mit euch gerechnet und der alte Mann braucht seine Ruhe. Kommt ein andermal wieder. Nein. Wartet. Es ist in Ordnung, meine Liebe. Kickt ihn herein. Tünern. Guten Morgen. Nepos die Nase, Ich entschuldige mich für meine Haushälterin. Sie meint immer, mich beschützen zu müssen. Nun, was wollt ihr? Ich weiß von Waylon. Ah ja, ihr habt euch das echte Bluthund erwiesen. Schließlich habt ihr mich aufgespürt. Ich spiele dieses Spiel schon seit 20 Jahren. Schicke die Jungen in den Tod. Alles im Namen der Abgeschworenen. Und ich bin dessen müde. So müde. Okay, wer steckt denn hinter all dem? Mein König, Madanach. Als der Aufstand durch die Nord niedergeschlagen wurde, warfen sie ihn in die Minen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er lebt noch. Ich bekomme seine Nachrichten und gebe seine Befehle, ohne zu fragen, weiter. Okay, warum erzählt ihr mir das alles? Mein lieber Junge, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr hier lebend herauskommt? Eure Ankunft ist beobachtet worden. Das Mädchen an der Tür ist eine Agentin der Abgeschworenen, verkleidet als Dienstmagd. Vor euch sind schon andere so weit gekommen. Und nach euch werden wieder andere so weit kommen. Sehe ich anders. Wer ist Madanach? Er ist der Lumpenkönig. Ein Mann, der einst ganz Reach im Griff hatte. Er schürt die Leidenschaften der Unterdrückten in dieser Stadt. Weist sie an, die Feinde der Abgeschworenen in unserem Namen zu töten. Alles aus dem Inneren der Sitna-Mine.
einem Nordgefängnis. Welche Ironie, nicht wahr? Mhm. Okay, ihr habt von einem Aufstand gesprochen. Markart und Reach gehören uns. Darum sind wir die Abgeschworenen. Wir können keinen Anspruch auf eine Heimat erheben, die uns gehört. Aber dann, während ihres Krieges gegen die Elfen, kam unser großer Moment. Wir vertrieben die Nord mit einem gewaltigen Aufstand aus Reach. Dann kamen Ulfric und seine Männer. Wer von uns nicht floh, wurde exekutiert. Außer mir selbst, meinem König und eine Handvoll anderer. Alles klar. Tut mir leid, aber... Okay. Okay, der ist schon mal hin. Ja, du müsstest auch hinne sein. So, sind schon mal zwei. Alter Falter. Okay, wenigstens Dietrich hier mal. Schlüssel zu Nepos Haus. Nepos die Nase. Bier, Gold, Rindfleisch. Okay, packen wir mal weg. Jetzt durchsuchen wir natürlich alles. Ist ja wohl logisch. Morven. Nordmeet. Dietricher. So, auf jeden Fall ist hier reichlich gedeckt. Schau mal, was sich hier so ergibt. Rindfleisch. Also ist erstmal Shopping Time. Würde ich mal so behaupten. Ein Dieselzweig. Wie gesagt, wir gucken erstmal. Vielleicht. Dass die. Haben die ja was Interessantes. Vor allen Dingen, die haben hier so viel Fressen, ne? Also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was die hier an Futter haben. Und hier geht es dann noch weiter. Ja, leck's mir am Fuß. Oh, das ist auf jeden Fall ein Verzauberter. Stahl durch des Unbehagens. Kreaturen und Personen bis Stufe 5 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf nehmen beim Mädchen. Nix. Lasst euch schmecken. Esst erstmal was. Okay. Was haben wir denn da drin? Gold. Bärenpelz. Jawohl. Den nehmen wir da gerne mit. Ist ja wohl logisch. Manche Dinge übersieht man ganz gerne, weil die dann doch ein bisschen klein sind. Können wir noch mal kochen? Ich glaube ja, ne? Können wir gleich noch mal kochen. Oh, was haben wir hier? Seelenstein. Draußen haben wir auch noch. Illusion verbessert, sehr schön. Schaden tut's nicht. Nimm mit hier. Können wir alles verkloppen? Wie gesagt, das muss sich ja lohnen. So, jetzt haben wir ja theoretisch genug Dietriche, um wieder da reinzukommen in das andere Haus. Ja, komm. Geh mal weg, lass mich mal kochen. Lass mal den Profi ran.
Ja, mach mal. Buff Food. Ich frage mich, ob es später noch irgendwelche Rezepte gibt, die, Was? Die, irgendwie noch mehr Power geben. Ich mach das mal ein bisschen schneller. So, dann den Raum haben wir hier durchsucht. Jetzt bin ich aber auch wieder überladen. Hier, Kumpel, komm. Wo ist eigentlich unser anderer Kumpel? Hm? Ihr braucht etwas? Ja, genau. Natürlich, was habt ihr im Angebot? Na, zeig mal her. Bücher. Das. Das kann weg. Das kann weg. Die Schweinekinder, oh Gott. Das kann weg. Wir sollten dann auf jeden Fall mal das Dings lesen. Das Tagebuch von dem Typen hier. Was haben wir denn hier? Lass mal gucken. Bärenpelz weg, Felllappen weg. Nehmen wir auch mal weg. Feder. Keine Ahnung, ob man damit irgendwas machen kann. Komm, Granatsteine weg. So, Wolfspelz weg. Haben wir das auch schon mal? Das lassen wir noch mal. Komm, dann kriegst du noch das Futter, was wir hier gekocht haben. Brauchen wir ein bisschen Platz. Wer weiß, was da vorne noch kommt jetzt. Man weiß es nicht. So, das kann rüber. 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 Okay, das kann nicht rüber. Waffen noch. Wo bist du denn? Na, alles klar. Ihr geht vor, ich folge. Genau, du folgst. Hier ist noch Käse. Hier ist noch mehr Futter, ich werde irre. Ist ja nicht so, dass wir schon ordentlich was eingesackt haben, ne? Aber na gut, Futter ist Futter. Überall liegt hier was rum. Oh, 10 Gold. Why not? Also ich erwarte ja, dass uns jetzt, wenn wir wieder rausgehen, dass uns auf jeden Fall irgendetwas sich in den Weg stellt. Ja, wir sind echt wie die Raben, ne? Wie die Elstern. Wie die diebischen Elstern. Wir klauen alles, was ja nicht nied- und nagelfest ist. Aber andererseits, nur so kommen wir voran. Ja. Ich frag mich zwar, was sie mit gegrillten Lauch wollen, aber okay. Ja, hier waren wir noch nicht drin, ne? Hier geht's nicht weiter, oh mein Gott. Flöte. Na, was hast du hier drin? Gold. Ach, Konsole wollte ich nicht öffnen. Okay, hier ist nix. Ein Apfel. Also wie gesagt, die haben überall was hier rumeiern. Nix. Apropos rumeiern. So, dann wollen wir mal ganz kurz in das Büchlein gucken.
Gestohlen. So. Ja, okay, das. Das ist nicht. Wo ist denn das Tagebuch? Der Wächter und der Verräter. Die Abbilder. Drohende Gefahr. Wir lesen das jetzt mal schnell durch. Komische, ganz ehrlich gesagt, komische Titel für Bücher hier, was die hier haben. So, das. Habt Tagebuch. Kontrakt. Kopfgeld. Mannys Brief. Neppers Tagebuch. Okay, dann haben wir eigentlich alle, glaube ich, soweit durch gleich. Das. Okay, dann haben wir alle durch, alle Bücher. Ist schon mal gut. Aber ich frag mich, wo der andere Typ hier ist. Wir könnten die ganze Bude hier leer räumen. Also wirklich alles mitnehmen. Aber 16 Gold, okay, ist nicht viel jetzt. Wenn da was drin ist. Nix. Okay. Ich glaube, dann können wir hier erstmal raus. Seit denn, hier ist auch noch was. Vielleicht können wir das doch nochmal ganz kurz verarbeiten. Mal schnell ganz kurz kochen, dass sie hier so einen Ascherhaufen haben. Haben sie hier keinen Ofen, sag mal? Und hier so eine Kochstelle, das ist ein bisschen armselig. Guck mal, da fliegt sogar der Kochtopf weg. Ist der Wahnsinn. Alles klar. So, Futter umgewandelt, fertig gekocht, lecker Eintopf. Yum, 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 yum. So, dann eiern wir mal raus. Gucken, was jetzt kommt. So, okay, jetzt wieder den Weg dorthin zu finden, zu dem einen Haus, ist schwierig, oder? Endons Haus. Die Schatzkammer, genau. Hier war es ja. Guck mal, wir öffnen jetzt die Dings. Die, Kann ich euch helfen? Ja, du kannst mir helfen. Entweder lässt uns rein. Ich bin nur eine Dienstmagd. Beachtet mich gar nicht. Oder ich knacke das Schloss. So, wir haben schließlich ein paar Dietrich jetzt dabei. Okay, dann nicht. Also mehr nach... Machen wir so. So. Was wollt ihr hier? Ich sehe Ihnen doch keine Besucher. Das ist mir egal. Die kaiserliche Agentin? Stimmt, ich wusste davon. Wie viele Hunde wird mir das Kaiserreich denn noch auf den Hals hetzen? Das hier ist meine Angelegenheit. Meine Stadt. Ihr Kaiserreichsverehrer solltet lernen, euch nicht einzumischen. Und nun verschwindet. Ach Gottchen.
dafür, dass es eine Oma ist, ist er ganz schön agil noch. Na, hau bloß ab, du. So. Ich kann. Ich kann und ich wage es mir einfach mal. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, ja, ich wurde angegriffen. Es wird Zeit, das Reich von diesem Abschaum zu befreien. Ach komm. Ja. Ist jetzt Ruhe hier. Oh. 1000 Kopfgeld. Aber wo ist denn der Typ jetzt hier? Ich will antworten. Frage mich, wo der Typ jetzt hin ist. Aha, Frage beantwortet. Alle korrupt hier. Mach mal Tür zu. Alle korrupt. Hier ist leer. Ja, ihr kümmert euch mal kurz drum, ne? Macht da mal. Ja komm, ihr schafft das. Bin mir sicher, er packt das. Lauter Gemüse hier, was die haben. Aber ich will jetzt hier nicht alles klauen. Ah, ist auf jeden Fall... Das ist natürlich doof, dass ihr hier die ganze Zeit... Wo ist der Typ eigentlich hin? Ist das hier Ascherhaufen? Ring des schwachen Blockens, okay. Donnel, Oma, Stadtwache. Aber der Typ hier scheint weg zu sein. Okay. Was ist denn nun wieder los? Ey, warum schnetzelt ihr die denn nieder? Letzter Zeuge getötet. 7 Kopfgeld aufgehoben. Okay. Alles klar. Stimmt irgendwas. Gucken wir rein. Na, komm, ich will ja nicht jetzt die ganze Futter mitnehmen. Wir versuchen hier mal reinzukommen. Yes. Silberbarren. Oh. Okay, das werden wir wohl nicht kappen können. Ist kein Schlüssel für den Tresor. Irgendwo muss es ja einen Schlüssel geben, oder?
Na Quatsch, zieh doch nicht die Waffen, Mann. Irgendwo muss es so einen Schlüssel geben. Aus dem Weg, Bruder. Wer bist du denn? Hast nichts mitbekommen? Belästigt jemand anderen? Nee, ich will dich nicht belästigen. Klar genug ausgedrückt, aus dem Weg. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, aus dem Weg. Er wird gerade energisch. Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markart, ist das blutig genug für euch? Ja. Dann habt ihr euer Zuhause gefunden. Durch Markart fließen Blut und Silber. Willkommen. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Okay. Danke. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra-anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten. Nur zu. Danke. Ja. Interessant wäre es, aber dass ich mit dem hier nicht reden kann. Aus dem Weg, Bruder. Das Erwachen der Nord. Hier ist... Ja, das ist ja echt. Lass mich hier diesen. Das wird gerne wissen, was in dem Tresor ist, aber ich krieg die Schlossstufe Experte, Alter. Das ist. Das ist ein bisschen hart, glaube ich. Okay, da nicht. Da auch nicht. Mann. Okay, komm. Ach, verdammt, fast. Ah. Komm. Ah, Mann. Verdammt. Jetzt? Oh, wir haben es geschafft. Juhu! Okay, Orikalkomparen, Saphir, Schneebärenrüstung. Naja, immerhin. Immerhin. So, ansonsten, der Typ hier ist irgendwo hin. Tja.